Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier und zu einer neuen chilligen und entspannenden Folge 7 Days to Die mit der Edener und Mod hier. Da unten läuft noch Blei durch. Wir wollten einen Schmelztiegel bauen, können wir aber noch nicht, weil uns fehlen 4 Bücher in 4chat. Ja? So, dass wir den bauen können. Deswegen haben wir ein kleines Problem. Was machen wir heute? Folgendes, die Schätze sind wieder da. Wir gehen Schätze suchen. 3 Schätze, würde ich sagen. So, ja, das ist jetzt wieder clever, weil ich habe natürlich alles zerlegt, ne? Das tue ich jetzt auch mal auf Seite, das ist nicht geskillt, wir hatten es getestet. Wir haben kein Benzin mehr, das heißt, wir müssen nebenher Benzin sammeln. Und wo habe ich den? Den Erdbohrer habe ich, glaube ich, hier hinten hingetan, ne? Ede und sein Siebgedächtnis, es ist furchtbar. Oder habe ich den hier hingetan? Hier habe ich den hingetan, dann tun wir die mal so da rein. Genau, sehr gut. So, das ist ja auch alles nicht geskillt hier, das lassen wir mal. Könnte man auch überlegen, zum Beispiel die Maschinengewehre gar nicht erst zu skillen, sondern einfach so zu lassen. Weil ich glaube, wenn ich die M60 da wieder voll Mods packe und das auch voll durchskille, weil wir haben ja auch schon, wenn ich mich recht erinnere, den Durchbohrer auf 4 geskillt. Genau. Dann nietest du wahrscheinlich auch wieder alles so schnell hier um. Das ist langweilig. So, wie viel Benzin haben wir denn noch? 40%. Okay, das ist nicht viel. Dann gehen wir erst zum Raphael da oben. Da können wir nämlich einmal durch die Stadt fahren und gucken, ob wir irgendwo noch ein Fahrzeug finden, das wir zerlegen können. Wir haben ja jetzt schön einen Elektroschrauber. Guck, hier sind doch schon welche. Ja gut. Da können wir jetzt im Schweinsgalopp hier die Sachen zerlegen, ne? Müssen wir mal gucken, wie viel Benzin da rauskommt. Nicht so viel. Sollte aber eigentlich, weil wir haben ja Altstoffsammlung 5. Sollte genug Benzin rauskommen. Gucken wir mal. Da wird nichts rauskommen. Das ist kaputti. Macht aber nichts. So, dann nehmen wir jetzt mal wirklich alles mit. Wir haben auch wieder einige ellenlange Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich finde es auch schön, dass ihr alle so, so ruhig und sachlich miteinander diskutiert. Ne? Keiner ist irgendwie beleidigt oder beleidigt den anderen. Jeder kann hier frei und in Ruhe seine Meinung sagen, ohne dass er angegriffen wird. Finde ich alles voll in Ordnung und super. Da haben wir wieder ein Autobuch, das brauchen wir nicht. Ja, zumindest im Moment nicht, wir haben ja ein Moped hier. So, was ich halt sagen muss, irgendwie ist wieder ganz schön leer hier. Müssen wir mal gucken, warum. Müssen wir mal gucken, warum. Keine Ahnung, es schleift wieder. Dieses Schleifen, hörst du das? Als würdest du irgendwie im Sand versinken oder so. So hört sich das an. Muss ich sagen, das nervt mich ein bisschen. Das ist jetzt nicht so 100% meines. Wir müssen uns noch ein anderes Moped oder halt einen Hubschrauber und so weiter bauen, wenn es denn dann geht. Stimmt, dafür brauchen wir die Bücher auch noch, ne? Der geht ja auch nicht über die. Es ist ja nicht mehr wie früher, ne? Wir brauchen ja die Bücher, um das freizuschalten. Oh, sollen wir uns das hier mal angucken? Wir holen den Airdrop. Den Airdrop. Nein, den holen wir nicht. Den wollen wir nicht mehr holen. Und dann gehen wir mal da rein und gucken, was da so los ist. Oh, hätten jetzt auch schon den Erdbohrer nehmen können. Aber erstens kommt dann wieder die Schreitante. Zweitens haben wir kein Benzin dafür gerade. Geht ja hiermit auch relativ schnell. So, dass wir das zusammenkriegen. Guck, die Pfeffi schreibt, wieder eine super Folge. Könntest auch noch Stachelfallen reinmachen. Könnte ich, aber dann kann ich ja nicht mehr da runterklettern und den Loot einsammeln. Weil ich mich kenne. Dann piekse ich mich nur wieder selber tot. War hier wer? Ich hab's doch explodieren hören. Gucken. Guck mal, wie schnell das geht, ne? So. Zack, da ist er. Wunderbar. Brauchen wir noch nicht mal eine Timelapse. So schnell geht das. So schnell geht das hier. So. Jäger der verschwundenen Schätze, ne? Aber nicht schon wieder. Raphaels Schatzkarte, okay. So, aufmachen, was da drin? 73 Munition schon wieder. Hier ist ein Buch, das können wir lernen. 53 von 100. Was können wir denn dann da? Fahrzeuge. Stufe 3, also normales können wir machen. 4x4 Truck, den will ich nicht. Wir brauchen halt 100. Für die Flugzeuge. Das wird dauern. Wo ist es? Da. Ah, guck mal, da hinten ist der erste Salamander. Juhu, nice.
Jetzt kommen sie langsam wieder. Ich glaube, das ist dann wirklich, wenn ich das anmache, dann muss ich kurz warten, weil dann das Spiel nach und nach die alle spawnt, ne? Ist aber nah, du. Ich gucke ihn einfach mal an, dann können wir den ersten Kommentar von Mr. BSE lesen, ja? Mit dem habe ich gestern Abend auch schon wieder ein bisschen gesprochen. Ein bisschen ist gut, ne? Irgendwie bis 4 Uhr morgens. Vom Höckchen auf das Stöckchen, wie man so schön sagt, hier im Rheinland. Nur noch hier die 7er Pumpgun, ey. Wie bin ich an eine 7er Pumpgun gekommen? Das interessiert mich. Egal. So, hi ho, Edun, Edenauten. Sehr, sehr schöne Folge, richtig was zum Abfeiern. Und ich bin mir nicht sicher, welcher Zombie es war, aber einen kurzen Moment habe ich gemeint, dass es der Radiated Beer Mod war, der seine Arme kurz in deine Richtung gehauen hat. Könnte sein, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich habe es vorher getestet. Ich wusste, dass die irgendwann kommen und ich wusste, wie groß die sind. Ja? Deswegen habe ich unsere Station direkt ein bisschen höher gemacht. Ne? So, aber egal, ist passiert und so weißt du jetzt wenigstens, wo noch Schwachstellen sind. Ich finde deine Entscheidung richtig genial, sehr, sehr gut und bringt wieder mega viel Würze ins Gameplay. Ja, die Mod ist mit den normalen Einstellungen viel zu leicht für dich, aber dafür haben wir ja schon nach meinem bösen Kommentar, der auch für mich nicht ohne Folgen war, geredet und somit hast du jetzt mega geil entschieden. Du weißt, ich feiere deine Videos und freue mich jeden Tag auf dein neues Video. Liebe Grüße, Mr. BSE. Jo, wie gesagt, wir haben ja gestern Abend auch schon drüber geredet, ne? Wie du geschrieben hast. Und für mich war das kein böser Kommentar. Das war halt konstruktive Kritik. So. Jupp. Sehr gut. Und ja, ich bin halt nicht liegen bleiben. Ruhe. Ich bin halt nicht, ich sag mal, der 0815-Spieler, ne? Ah, der Pommespanzer. Guck, der hält auch schon ein bisschen mehr aus. Hallo. Yeah. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich bin halt nicht der 0815-Spieler, ne? Man kann das halt nicht damit vergleichen, wenn man erst, keine Ahnung, 100, 200 Spielstunden hat. Da ist es wieder. Ich muss unbedingt gucken, woran das liegt, dass die so viele Lootsäcke droppen, ne? Weil More Loots ist ja nicht mehr. Oh nein, da unten war das. Hades! Oh, das ist ein Giant. So, ne? Wenn du jetzt abends nach der Arbeit und so weiter, wenn du da halt, keine Ahnung, eine Stunde zockst oder so, ne? Dann willst du halt ganz gemütlich zocken. Das ist ja nicht dasselbe, als wenn ich hier zocke den ganzen Tag, 8 Stunden, 7 Days, alles in- und auswendig kenne, da durchrenne, kenne jeden Poi auswendig, weiß, wo der gute Loot liegt, einfach rein, zack, dahin, einsammeln, weg. Und so, ne? Das ist halt was ganz anderes. Gebe ich dir vollkommen recht. Aber das ist ja nicht schlimm. So hat halt jeder seine Vor- und Nachteile, ne? Ihr bleibt da unten. Wir nicht. Zurück ins Loch. Wäre übrigens auch eine geile Basis hier, muss ich sagen. Wenn die nicht buddeln, machen wir erstmal hier draußen alles. Liegen bleiben, die ganze Kohlebande hier. So. Sehr schön. Was haben wir hier? Bam, bam! Dankeschön. Ah, nein, 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 nein. Gerd! Ich liebe es, wenn die dich einfach durch die Gegend schieben. Was soll das? Was soll das? Bank. Nehmen wir das alles mit? Jo, nehmen wir mit. Komm, wir räumen mal auf hier. Dann freuen die sich. Da, 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 da. Na? Bombenstimmung da hinten. Sehr gut. Auch noch. Wir nehmen alles mit. Auto mitnehmen. Jawohl, klein machen. So, bin jetzt ganz, ganz fies. Gerichtsvollzieher Ede, ich klaue Ihnen alles. War die letzte Rattmutter. Oh Mann, ey, meine Nase bringt mich wieder um. So, Art schreibt: Hallo Ede, wieder eine super Folge von dir und großen Respekt vor deiner Entscheidung, so kurz vor der Horde einen Vergiss-Elixier zu nehmen. Feiner Zug von dir, dass du so auf deine Community eingehst.
kehrt man, was kennt man so weniger von Content Creators? Warum baust du dir den Käfig nicht komplett ringsherum? So kannst du von fast jeder erdenklichen Position aus auf die Zombies schießen und die Zombies fallen mehr verteilt in die Grube. Und die Idee von Klaus ist auch gut, da überlebst du vielleicht etwas länger bei der nächsten Horde. Ja, das Problem mit den Mollys kenne ich nur zu gut. Ja, deswegen benutze ich nicht so gerne Mollys, ne, weil ich mich immer selber anzünde. Man kennt es, ne? Man kennt es. Dann lesen wir die Idee von Klaus, lesen wir gleich auch noch vor, denke ich mal, ne? Der wird ja auch geschrieben haben dann hier. Aber das mit dem Rundherum bauen ist eine gute Idee, das könnte ich noch machen. Vielleicht mal so anfangen, zwischen den Folgen ein bisschen machen. Was ist da unten? Da irgendwas Tolles? Zeig mal. Ach, super. Müll. 3 Gammelfleisch, geil. So, was haben wir hier? Dixi-Klo, nix drin. Ah, das scheint eine Dingens zu sein, ne? Müll, den kann ich zerlegen. Aber da kommt nichts raus, außer Dingensbumenskirchens hier, ne? Plastik. Plastik! 2 Golddublonen! Ne, oder wie war das? Kommen Sie her, Colonel Decker! Dann gibt es ganz schön Mecker. Der lebt noch. Tu nicht so! Du Lümmel. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Dann sehen wir mal, was hier aus so einem Lager alles rauskommt, ne? Wenn man wirklich alles einsammelt. Guck mal, wir sind schon voll mit sämtlichem Scheiß. Das müssen wir auch noch einsammeln. Hier ist die Schaufel. Danke. Danke. So, das hier weg. Sehr gut. So. Ach, ist doch schön. Och, wer sitzt denn da? Olaf. Kaspricki! Sehr gut. Da hinten ist der Airdrop, da haben wir ja gesagt. Die wollen wir nicht mehr nehmen. Oder wir gehen hin, sammeln ihn auf, aber schmeißen den Loot weg. Ich lasse ihn jetzt mal da stehen, das wäre noch eine Idee. Kannst du mal schreiben in die Kommentare, was du davon hältst. Airdrops einsammeln, der Zombies wegen. Aber den Loot halt nicht nehmen, sondern sie einfach stehen lassen dann. Ihr seid ein paar Pfeifen hier, ey. Aha. Na? Ich häng hier nur so rum. Hahaha. So, das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Ja, der Hund bellt schon wieder. Ach, das ist so schön mit Aiko. Das ist so schön. Das hat er sich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber er hat sich das angewöhnt. Da meine ich immer so nach dem Motto, weißt du? Der wird ja jetzt, was haben wir, den 11. April? Am 10. Juni wird Aiko 11 Jahre alt. Und ich meine bei ihm dann immer so, ich bin alt, ich darf das, ja? Meine ich dann immer so. Bin ihm dann auch nicht böse. Meistens ist das immer, wenn es rausgeht. So. Dann gehen die bestimmt wieder in den Garten gerade. Dann kann der da 10 Minuten, Viertelstunde rumtoben und dann ist der eh wieder aus der Puste und muss erstmal 3 Stunden schlafen. Da. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Schön leer hier. Der Tisch kann auch weg. So. Könnte man auch gut eine Basis drin machen. Wie viel hat das hier? 1000 ist nicht viel. Wenn man das aber alles aufwertet auf Stahl. So. Das letzte, was bleibt, darunter. Hallo. Ja, kommt her. Na?
Ah. Oh ne, ein Clown, geh weg. Alter Falter, was da alles rauskommt, ne? Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. So. Ah, hier haben sie schon rumgebuddelt. Gut, das könnte man ja zumachen, das ist ja kein Problem. Aber generell ist das eine geile Underground-Base, finde ich. Wenn man jetzt, wie gesagt, die Mod drin hat, dass die Zombies nicht buddeln. Oh, verdammt. Naja, Pfeffi schreibt, wieder eine super Folge, könntest auch noch Stachelfallen reinmachen. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Jo, das haben wir schon gelesen. Captain86er schreibt, moin Ed und alle in den Orten, war eine klasse Hordenfolge. Liebe Grüße an alle. Gruß zurück, Captain. Und ich hoffe, ihr macht die Mod auch Spaß. Auch beim Captain, ja, Schrägstrich rumgezocke, könnt ihr mal gucken. Der spielt auch die Edenauten-Mod gerade. Wir müssen die ja in die ganze Welt tragen, ne? Oder was ihr machen könnt, ja. Aber bitte nur, wenn derjenige Streamer, Streamerin nachfragt, ne? Keine Stinke-Werbung machen, ja. Wenn ihr, keine Ahnung, zum Beispiel auf YouTube noch andere Leute guckt, die 7 Days streamen, oder auf Twitch Leute guckt, die 7 Days streamen, die explizit fragen, ich weiß nicht, was ich machen soll, kennt ihr eine gute Mod? Könnt ihr die ja mal vorschlagen, ne? Aber nur, wenn das der Streamer in selber sagt, ja? Bitte nicht in den Chat gehen und am besten erste Nachricht, die ihr schreibt, ey, spiel mal Edenauten-Mod, ja? Das bitte nicht. Oh, was geht gar nicht. Das ist furchtbar. Macht jetzt alle klein hier. Weg, 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 weg. Oh, mechanische Teile. Juhu. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Habe ich die Schatzkarte auch genommen? Ja, ne? Trader Bob macht den Job. Klots Schatzkarte hier vorne. Ja, nice. Dann müssen wir jetzt hier zu Raphaels Schatzkarte. Weil die ist im wahrsten Land. Im wahrsten Sinne des Landes. Haben wir noch was zu essen hier? Den Kaffee kannst du trinken, das ist Maismehl, das kann ich nicht essen. Nee, doch da. Zwei Dosen Lachs, geil. Einmal, zweimal. Jawohl. So. Da hinten. Sehr gut, sehr gut. Kilometer. Warte, wir tanken erst. Das habe ich nämlich wieder vergessen. Kenn mich doch. So, und jetzt ist das Fahrzeug kaputt. Weil ich wieder überall hängen bleibe. Wetten wir? Baby, you're nothing but a bad dream. Nicotine, turn me up, play with me. When you got nothing to do, you take me higher than an airplane. Insane, just to shoot me down again. Like I mean nothing to you. Baby, you're nothing but direkt am Rand der Wüste, noch nicht mal im Wasteland. Geil! Können wir ein bisschen Sand sammeln. Und hier sind auch Gebäude, hier waren wir auch noch nie, ne? Könnten wir mal erkunden gehen. Vielleicht finden wir hier die fehlenden Bücher. Wobei ich nicht glaube, dass wir 100 Bücher zusammenkriegen. Oder 40 Bücher, bis wir bei 100 sind. Ach, ihr schon wieder. Die Geier kreisen mal wieder über unserer erbärmlichen Burg. Oh, kennt ihr das noch? Stronghold und Stronghold Crusader? Ich habe Stronghold Crusader geliebt. Es ist so geil, das Spiel. Easy, aber cool. Einfach nur Kindheitserinnerung. Zack. Wir haben nicht genügend Waren, mein Lord. Mach's gut, Bessie, ne? Oder die Streitkolben-Typen immer, wenn sie im Wassergraben rumgerannt sind, um ihn aufzufüllen. Mein gutes Hemd! Ja, komm her, die Flamme. Dir fehlt da ein Arm. Oh, Essen. Das ist super. Dankeschön, er hat uns Essen gemacht. Chili und Lamm. Aha. Sehr gut. Dankeschön dafür. Können wir gut gebrauchen. So, was haben wir hier? 5er Unterhebelrepetierer. Schon wieder 144 Schuss. Die fliegen instant weg. So. Brauchen wir nicht. Hallo!
Crabzilla oder was warst du? Der nächste ist hier hinten. Claude, okay. Claude ist in Not, ne? Da ist der Doggo. Hallo! Junge fliegt ja. Oh, was ist da los? Die Mumie. Carmella. Von Schock. Lass liegen. Tritt sich fest. Komm ich hier überhaupt rein? Komm ich. Kenne ich Nuketown Community? Okay, ich komme hier nicht mehr raus, ne? Kann das sein? Ah, sieht so aus. Nuketown Community. Was für ein Name. Hallo! Lurchi! Ach, das sind nur die zwei Häuser. Ich dachte, das wäre eine Stadt. Na toll. Na toll! Gut, dann gehen wir halt wieder in die Richtung hier und suchen ein paar Autos, die wir plündern können. Für vielleicht noch ein paar Bücher. Mal gucken. Ich meine, auf der Map sieht man das ja jetzt gut, ne? Hier die ganzen schwarzen Striche, die ihr seht. Ja, hier, das sind alles Autos. Kannst du gut sehen, wo die ganzen Autos rumstehen. So, guck, hier steht eins. Was ist los? Hä? Ich will nur ein Auto plündern hier. Geh weg. Geh weg. Schlimm hier, ey. Mach mal drüber. Sitz dich fest. Das war eine Schlange da, ne? Kann das sein? Oh, Gott sei Dank, hier kommt eine Straße. Wir bleiben jetzt auf der Straße. Dann hängen wir nicht mehr überall fest. Oh, reparieren. Junge, Junge, Junge. Ist das Ding kaputt gewesen? Das ist doch schon Tanja hier, oder? Jo, das ist Tanja. Sehr gut. Haben wir Jetons dabei? Nein, natürlich nicht. Ehrlich gesagt, können wir mal gucken, ob die uns hier ein bisschen was verkauft. Winnie Pooh, wie geht's dir? Und Granny Smith, na? Hallo? Ja, komm mit, kein Problem. Ich sitze hier auf dem Motorrad, ey, das geht gar nicht. Sieht aus, wie ich mal sage, Affe auf dem Schleifstein, furchtbar. So, wen haben wir da noch? Nalinchen, die schreibt folgendes, und zwar schreibt die erstmal Mehranzeigen. Mann. Okay, das ist lang, das müssen wir gleich machen. Das geht nicht, während ich im Wasteland hier rumkurve. Machen wir erst den Kollegen hier zum Buddeln. Oder beim Buddeln können wir das vorlesen. Beeile ich mich mal dahin zu fahren. Halt die Klappe. Könnte doch Flip sein, der Grüne hier. 100 Meter, 100 Meter. Nie im Leben, kleiner Peter. Na, wer war das? Ah ne, das waren 20 Zentimeter, das waren nicht 100 Meter. Oh Gott, stell dir das mal vor. 100 Meter, nie im Leben, kleiner Peter. Das ist so ein Feuerwehrschlauch, den du aufrollen musst. So, Nalinchen schreibt, Hallöchen, lieber Ede, das mit dem Morloots-Ordner bringt nichts, den rauszunehmen, das habe ich bei mir auch gemacht, habe sogar einen kompletten neuen Spielstand angefangen, die droppen nach wie vor gefühlt jeder zweite Zombie einen Loot-Sack, vielleicht bringt es ja bei dir was, ich werde es ja im Laufe der Folge sehen. Nein, es hat nichts gebracht, ich finde die Idee, dass du die OP-Waffen nicht mehr nutzt und nur noch die Standardwaffen nimmst und die Mastery-Skills wegskillst, echt supi, dann wird es wieder richtig spannend, besonders gegen die Krabben und Salamander und im Wasteland. Gibt hoffentlich wieder ordentliche Lacher. Ich mag deine LPs wirklich sehr gerne. Neben meinem eigenen Gedaddel nebenbei laufen lassen ist zwar manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man selbst gerade 7 Days in der gleichen Mod spielt, aber es macht einfach Spaß, dir zuzusehen bzw. zuzuschauen. Bitte mehr davon. Fühl dich gegrüßt, geknutscht und geknuddelt. Immer gerne. Immer gerne, ne? Kommt ja eigentlich jeden Tag ein Video hier. So. Der Bärchen. Zack. So muss das sein. Und dann muss da Soße rein. Nein. Oder doch? Ach, ist das schön. Was ist? Okay, der hat gesessen.
So viel zu ist wieder spannend mit den Krabben, ne? Direkt der Volltreffer, Klatsch weg. So. Notiz an mich selber, nur noch Knüppel oder Speere nehmen. Die sind auch stark genug. Aber die haben nicht diesen Insta-Kill-Button. Mamika schreibt, das ist eine super Horde geworden. Hi Edo und alle Edenauten, ich finde es auch so cool und du spielst so, wie du möchtest. Und Sascha gibt sich wirklich voll Mühe. Weiter so, Sascha und Ede, weiter so mit deiner Spielweise. Natürlich machen wir so weiter. Wem es gefällt, der schaut. Wem das zu doof ist, der schaut halt woanders, ne? Weg damit. Dankeschön. So, haben wir den auch. Irgendwie ist da immer nur Munition drin. Kann das sein? Haben wir da hinten noch einen, ne? Aber da können wir mal ein bisschen erkunden, gucken, was da ist. So, wo ist mein Motorrad? Ja. So grün getarnt immer hier. Siehst du gar nicht. Wieder einen Kilometer. Ey. Mann. Und da sind wir an der Hütte am See. Er ist da. Spinnen, Salamander, passt. Juckt mich nicht. Ich will nur hier runter. So, aber auch da war ein Airdrop, wie du gesehen hast. Das ist echt lustig. Jede Menge hier überall. Überall liegen Airdrops rum. Boah, ist aber auch. Wie schnell das geht, ey. Das ist echt krass. Echt krass. Aber so ist es halt. Macht ja nichts. Ich bin froh, dass es schneller geht als vorher. Müssen wir nicht mehr so lange buddeln hier. Kostet alles nur Zeit. Nervt. So. Unten irgendwo. Da ist er. Dankeschön. Könnte da mal was anderes drin sein? Ich glaube, wir haben jetzt nicht ein Buch für Dingens bekommen, ne? Für Autos. Nix. Gar nix. Das ist echt tragisch. Schrägstrich traurisch. Ne? Schon wieder 100 Schuss. Weg damit. Wir haben sowieso über 200. Das reicht. 244. Siehst du, wird schon wieder immer mehr. Was ist denn hier los? Zombie. Spinne. Kann es sein, dass die immer im Kreis um mich rumspawnen? So kommt mir das gerade vor. So, das haben wir. Jetzt will ich zur Basis dahin wieder. Das sind ja auch nur 1,1 Kilometer. Das geht. Haben wir schnell. Wisst ihr, was hier geil wäre? Ein Baumhaus. Das würde ich feiern, wenn man ein Baumhaus bauen könnte. Aber das geht ja leider nicht, weil die Bäume viel zu leicht umklatschen. Wenn dann mal ein ganzes Haus umfällt, ja. Das wäre doof. Das wäre mega doof. So, fix nach Hause, das Zeug wegräumen. Und dann müssen wir gucken, was wir noch machen können. Wir könnten mal ungefähr über den Daumen peilen, wo der Tunnel hin muss, damit wir auch zu unserer Hordenbase kommen. Das könnten wir machen. So, hier ist der Rand der Stadt. Das ist die Shamway-Fabrik. Da müssen wir auch nochmal irgendwann rein. Das ist, glaube ich, das einzigste Gebäude bei uns in der Stadt hier, wo wir noch nicht drin waren, ne? Weil es halt so ein riesen Klopper ist, der ewig dauert. So, und da bin ich dann so jemand. Da ist dann so Kosten-Nutzen. Bringt das was? Das Ding leer zu räumen? Nicht wirklich, ne? Ach, guck mal hier, habe ich total vergessen wieder, das Waschbecken. Geil, ne? Die wachsen alle noch. So, jetzt können wir mal wieder den Vergleichstest machen. Wir waren an beiden nicht dran. Das ist fast voll, 64 Stück. Und hier haben wir 5. So. Wie letzte Folge schon gesagt, wer möchte, benutzt das Waschbecken. Wer nicht möchte, benutzt so einen, ne? So einfach geht das. So. Ich kenne mich, wenn ich das Waschbecken baue, dann benutze ich sowieso wieder.
Aber ist ja auch nicht schlimm, dafür ist es ja da. So. Zack. Ich räume die mal lieber weg, nicht, dass ich gleich wieder irgendeine Kiste wegschieße hier. Ich kenne mich ja, weißt du, und die ganze Zeit mit Hunger am Kämpfen, aber zwei Wildbreteintöpfe. Ne? Hey. Junge, schlag den Typen mal. Schlag ihn einfach. Oh, das war aber pünktlich, du. Das war pünktlich. Aber richtig pünktlich. Den weg und den weg und den weg. Trinken. Oho. Trinken. Dodidido. 139 Wasser, okay. Was wir alles dabei haben. Kompost. Mods. Ja. Parts. Auto und Elektrik. Waffen und Munition jede Menge. Jawohl, Werkbank, hier zweimal Klebeband. Das ist eine Batterie, die mache ich klein. Das kommt weg. Die mache ich klein, die kommen weg. Hier haben wir die Diamanten und Silberklumpen. Das ist noch eine Mod. Upp. So, heißt, wir haben alles, ne? Sind wir noch am Essen hier? Sollten wir, oder? Ah, 49 bringt er. Das müsste eigentlich reichen. Dass wir wieder gut was zu essen haben. So, Lazarus Long schreibt, geile Folge, aber Ede, wie kann man vergessen, dass die Horde sofort wieder startet, sobald man auf einen beliebigen Zombie schießt, bevor es 4 Uhr ist? Buddel dir einen senkrechten Schacht mit Leiter zu deiner Schussstellung und mach einen Formblock obendrauf, Noteingang. Auch würde ich zwischen Base und Home alle Hindernisse aus dem Weg räumen, Steine, Eisenschrott etc. Da ist ja nicht so viel. Und lieber Lazarus, wie schon davor gesagt, wir sehen ja, hier ist unsere Base. Hier sind wir. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, ne? So, nicht da. Ey, vielleicht hier so auf der Höhe irgendwie. Das müsste passen. Bauen wir uns einen Tunnel bis da hinten hin, ja? Das möchte ich machen. So, dass wir da von hier aus einfach die Türe auf, dahin laufen, Türe zu und so weiter, dahin kommen, ja? Weil sie buddeln ja nicht. Du kannst da wunderbar alles Tunnel und so weiter bauen. Die fallen alle da rein und wollen die Blöcke kaputt hauen, um schnell an uns ranzukommen. Das ist das Tolle. So. Meine Güte, du. Was ist denn heute los? Seid aber alle ganz schön, ne? Ganz schön viele lange Kommentare heute. Gefällt mir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wie viel Benzin haben wir noch? 190. Nichts haben wir mehr. Gut, dann ist Spitzhacken-Time angesagt. Nehmen wir uns schon mal was zu essen. Haben Baking Bread Hot... Was? Hotdog Bun? Okay. Damit können wir garantiert dann Hotdogs machen. Wetten wir? Cooking Oil. Fried Eggs. Egg Omelette. Gott, ey. Wie viele können wir machen? 4. Okay, ich lasse auch mal hier. Machen wir die 3 und dann können wir Cooking Oil machen. Wie viel? 49. Machen wir mal 40. So. Hier unten noch Fried Mushrooms. Alles braucht Cooking Oil, ey. Steak mit Kartoffeln, Speck mit Eiern braucht das nicht. Aber okay. Gumbo-Eintopf, Hamburger-Eintopf, Shepherd's Pie, Spaghetti. Leider haben wir noch nicht alle Nahrungsbücher, aber das passt schon. Zu trinken haben wir genug. Dann machen wir jetzt erstmal Folgendes hier. So, ein bisschen buddeln. Oh Mann, ey. Das wird wieder eine Aktion werden. Ungefähr könnten wir jetzt hier den Tunnel machen. Das heißt, wenn ich so auf der Spitze gehe, der müsste ungefähr hier so rauskommen. Pi mal Daumen, ne? So müsste der jetzt gebaut werden hier. Aber das dauert natürlich ganz schön lang. Wollen wir hier so rumbuddeln? Müssen wir mal gucken. Das
So, wir haben ja Tag 37, 42 kommt die nächste Horde. Bis dahin müssen wir dann auch wieder ein paar Rohrbomben haben. Hinten das verbessert haben. Auf jeden Fall. Aber das geht schnell. Was ich halt gerne hätte bis dahin, ist erstmal wieder Beton, um das Ganze aufzuwerten nochmal. Beziehungsweise wieder zu reparieren. Und dann halt Stahl, um alles auf Stahl aufgewertet zu haben. Aber dafür fehlen uns halt noch die Forge-Ahead-Bücher. Ich glaube, am schnellsten würden wir die kriegen, indem wir einfach jetzt gleich, wenn 4 Uhr ist, mal losdüsen und noch einen Händler suchen. Weil so viel fehlt uns nicht mehr, ne? So viel fehlt uns nicht mehr. 4 Bücher. Ne. Das heißt, 3 Stück würden wir beim Händler kriegen. Könnten wir mal gucken. Oder wir nehmen die Jetons und klappern auch nochmal so alle Händler ab. Zack. Aber das machen wir dann im Schweinsgalopp. Dann beam ich mich einfach immer nur dahin. Und wir gucken zusammen, was drin ist. Oh, ist ein bisschen schief, ne? So. So passt das. Okay. Ich hoffe, wir treffen da. Wir dürfen ja nicht vergessen, der ist auch noch ein paar Etagen höher, ne? Nothing to do. You take me higher than an airplane, insane, just to shoot me down again. Like I mean nothing to you. Baby, you're nothing but a bad dream, just like nicotine. You take me higher than an airplane, it's all so insane. Baby, you're nothing but a bad So, kurz vor 4 Uhr, halb 4 sind wir da. Gucke mal, schau. Sehr gut. Da ist die Wand. Also jetzt müssen wir gucken, wo genau wir hier hochkommen. Wo ist Ende? Gucken wir mal hier. Da ist der Rand. So. Das heißt, wenn ich jetzt den hier nehme, könnten hier auch eine Türe reinmachen, ne? Könnten wir auch mal in so eine Treppe. Ah, wobei, ich glaube, wir machen lieber eine Leiter. Haben wir die Betonblöcke noch? Haben wir. Betonwürfel haben wir noch. So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin und machen alles, was hier ist, wieder zu. Weil das wollen wir ja nicht, ne? Nicht, dass die da hinterglitschen und alles kaputt machen und dann hier rumböllern oder am besten noch bei uns reinkommen. Das will ich auf keinen Fall. So, dann ist das hier jetzt massiv zu. Hier oben können wir aufmachen. Da geht es immer noch weiter. Interessant. Gucken wir mal, wo Ende ist. Ist hier Ende? Da müsste Ende sein. Dann ist das hier die Wand. Gut. Noch einen drauf. Habe ich gut ausgemessen. So, jetzt nehmen wir mal den dahin. War der das? Dahin oder dahin? Ich weiß nicht. Wir machen erstmal eine Leiter draus. Können anfangen, so aus Holz. So. Dann kann ich hier oben ein bisschen rumklöppeln. Mache ich den da mal weg. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Wir müssen eh noch ein paar Kommentare lesen. So, der Klaus schreibt: Moin, moin, lieber Ed und Edenauten. Warum baust du in deiner Hordenbase nicht einfach diese 3 Ex-Blöcke genau über deine Schießscharte? Am besten die ganz steilen, damit die Zombies nicht direkt daran vorbeifallen, sondern Richtung Mitte rutschen. Sonst wie immer eine super Folge und Horde auch von uns dreien. Ein mega Lob, Sascha. Liebe Grüße an dich und alle Edenauten von uns dreien. Gruß zurück! Und ich mach da... Hallo! Mach da nichts hin, weil ich immer das Problem habe, dass die dann gerne mal da drauf stehen bleiben und dann hauen die da oben rum. Ja, das möchte ich nicht. Deswegen, die sollen einfach wirklich senkrecht klatsch da runterfallen. Das passt schon. Wenn ich da mal einen auf die Mappe kriege, dann ist das so. Dann habe ich Pech gehabt. So. Das ist so meine Erfahrung, die ich habe. Dankeschön. Ach, hier ist kein Dingens, ne? Nee. Oh, da liegt Loot.
Und die liegen ja auch noch hier, die müssen wir auch noch wegmachen. Dann lassen wir das doch erstmal offen. Aber das wäre dann noch der hier, ne? Genau. Machen wir den hier noch weg. Dann basteln wir heute einfach noch weiter hier rum. Wir werden es jetzt eh nicht mehr hinkriegen, von der Zeit her noch in die andere Stadt zu fahren, einen Trailer zu suchen und und. Sonst haben wir hier einen 2-Stunden Kinofilm. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu lang. So, wen haben wir da noch? Joachim, der schreibt: Hallo Ed und Edenauten, wenn du in der Hordennacht stirbst, ist das Szenario auch zu Ende. Kein Fallender hat dich getötet. Ein verstrahlter 8000 plus, eine Schelle, gleich tot. Es war der grüne Riese. Mach oben eine Kiste rein, mit Munition und Verbandszeug zu lagern. Warum? Warum soll ich da eine Kiste hinmachen? Das schreibt ihr irgendwie in jeder Hordennacht, in jeder Hordenbase schreibt ihr das, soll ich das machen, ne? Aber ich habe bis heute noch nicht den Grund dahinter verstanden. Warum soll ich das machen? Weil Munition habe ich ja eh mal hier drin. Erste Hilfe auch. Und ob ich jetzt hier hinrenne und Klick mache und die Kiste auf oder ich drücke Tab und hab's hier. Also für mich persönlich ist das mit dem Tab drücken schneller und einfacher, finde ich. Oder ich hab's halt so wie hier gerade, zack, da drauf, ne? Kann man auch machen. So, aber das ist wieder meine persönliche Präferenz. Deswegen keine Angst. So, her damit. Jetzt brauchen wir wieder die hier. Hier muss der nochmal sauber ran. Ja, so. Ist alles noch weg hier. Wir machen jetzt doch eine Treppe hier hin. Ich will eine Treppe haben. Ich will eine Treppe. Das ist ja nicht glücklich. Gib her das Zeug. Können wir das hier wieder zumachen. So, wir brauchen Platz. Hinten haben wir übrigens auch noch ein bisschen Blei und Eisen gefunden. Man kennt es, weil wir brauchen es ja nicht. Ne? Deswegen haben wir das da jetzt gefunden. So, so, so. Sehr gut. Jetzt brauchen wir die Trappenstufen. Das sind die hier. So und so. Aber ich will mir natürlich nicht die Birne hauen hier. Deswegen brauchen wir noch mehr Platz. Unglaublich hier, ey. Was man hier nicht alles bauen muss. Was man hier nicht alles bauen muss. So, nach und nach muss das natürlich auch noch alles schön gemacht werden hier, ne? Jetzt kann ich aber hier runter und hier bis in meine Basis laufen. Das ist das Geile. Hier ist Blei und Eisen, aber das lassen wir so. Den Tunnel möchte ich natürlich auch noch schön auskleiden. Am besten irgendwie mit Lampen an der Seite oder so. Mal gucken. Wird schon. Für meine Verhältnisse dann viel gemacht. Aber wie gesagt, als erstes brauchen wir jetzt erstmal Stahltore, dass das Ganze hier zugemacht wird und die nicht auf die Idee kommen, wenn sie wie auch immer hier unten reinkommen, dann in der Basis rumlaufen. Ne? Das möchte ich auf keinen Fall. André schreibt: Hallo lieber Ede, ich möchte mich im Namen aller Edenauten bedanken, dass du anstatt auf das Gaspedal mit Nitro die Bremse gefunden hast. Danke, dass du dir jetzt Zeit nimmst, um natürlich auch der Arbeit von Sascha Rechnung zu tragen und nicht wie ein Rennpferd weiterhin durch die eigens für uns erstellte Mod galoppierst. Als wenn der Leibhaftige hinter dir her wäre. Da ist er nicht. Das ist er nicht. Okay. Vor 3 Folgen wollte ich dir schon ein paar Tränen schicken, weil du meintest Endgame und Finale. What? Aber so ist es besser. Danke. Ja, so ist es besser. Und wie gesagt, Leute, ja, ich bin ein Mensch, der verfällt wirklich immer sehr schnell in sein Muster. Zack, 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 zack. Links, rechts, oben, unten. Ihr merkt das ja auch in den anderen Mods und so weiter. Ne? Einzigste Ausnahme jetzt im Moment die 28 Alpha Slater Mod. Weil das da einfach nicht geht. Du hast keine Chance, so schnell darum zu wuseln, ja? So. Wenn das der Fall ist, wenn ihr das merkt, ihr dürft mir jederzeit einfach schreiben, ey, langsam, langsam, mach mal langsam, ja? Wir wollen was sehen, nicht wieder so rennen, ne? Dürft ihr immer schreiben, ja? Weil ich bin ein Mensch, der braucht das. Der braucht von Zeit zu Zeit mal so ein paar hinter die Ohren, ne? Damit er das dann wieder merkt. So, da bin ich euch überhaupt nicht böse und das dürft ihr jederzeit tun. Zack, zack, zack. Deswegen, André, alles gut. Alles gut. So, oder wie würde Tanja jetzt schreiben? Peitsche rausholen. Langsamer, ne? Die Ellie Penny schreibt: Hallo Edo und alle Edenauten. War wieder eine sehr gute Folge und finde es sehr interessant, dass du die Punkte neu verteilst, um uns Sachen in der tollen Mod zu zeigen, die wir noch nicht kennen oder nur vielleicht am Rande kennen. Was die Hordennacht angeht, war es für mich persönlich
eine der besten Nächte. Die war lustig, ne? Die war richtig lustig. Haben wir mittlerweile hier wieder ein bisschen Beton? Nein, ich glaube, das können wir jetzt auch wegmachen, ne? Wir machen das mal weg, weil bringt ja nichts so. Wir haben ja oben ein gutes stehen, was Wasser bringt. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile? 137 Gläser. Ich möchte nicht wissen, wie viele da oben rumstehen jetzt wieder. So, komm, mach das Ding weg. Dann ist dann ordentlich hier. Und dann haben wir wenigstens die eine Seite der Basis schon mal ordentlich. Ah ja, also, ne? So, somit haben wir dann 200 Gläser. Aber warum? Guck mal, jetzt macht dein geht nicht, ne? Warum ist das dann einmal voll geworden? Ich hab nie Idee. Gucken. Wir testen mal. Wir lassen uns nochmal sowas da stehen. Vielleicht haben wir ja einen Bug gefunden, dass wenn ein Block drin ist, er das so sieht, als wäre er oben oder so. Und wird voll. Weil wo kommen sonst die ganzen Gläser her, ne? Testen wir das einfach mal. Ein paar Minuten haben wir ja. So. Türe. Türe. Ah, hier ist es wieder eine Holzdoppeltür, Eisenkellertür, Eisendoppeltür. Könnten wir auch nehmen, ne? Eisenkellertür. Die brauche ich hier nicht. Das ist eine einzelne Tür. Stahltür haben wir noch nicht, ne? Nein, nein. Stahltür doppelt geht auch noch nicht. Dann nehmen wir erstmal die hier. Ich will auf jeden Fall Türen drin haben. Zur Not können wir die ja später auch noch auseinandernehmen. Und neue dahin packen. So, wie sieht's hier aus? Ich nehme mal ein leckeres Eieromelett hier. 40 Kochöl, auch gut. Und jetzt Korn-Tortillas, Dose Lachs, Dose Schäm, Dose Thunfisch. Penne-Eintopf, Schämsuppe. Alter, wir können so viel kochen hier. So viel. Kochst du gerne? Sascha, kochst du gerne? Machen wir mal ein paar Mushrooms hier. Mushroom. Pilze haben wir hier überhaupt nicht, ne? Ne. Waren die bei den Samen? Oder haben wir die oben? Die haben wir, glaube ich, oben eingepflanzt. Oder habe ich die wieder hier drin vergessen? Da ist nix. Da ist nix. Nein, dann sind sie oben. Müssten sie wachsen. So, das kommt gleich. Kann ich die hier nochmal aufheben? Nein, wir haben keinen Gebietsschutzblock hier, ne? Wir brauchen einen Gebietsschutzblock hier. Sonst nichts aufheben. Gut. Der Oliver schreibt, hallo an alle, schön, dass du die Punkte neu verteilt hast. Wieder mal eine schöne Folge. Pfeil und Bogen sollte man nicht auf engsten Räumen nehmen, sondern für Schleichen. Man merkt, dass du nicht oft mit Pfeil und Bogen spielst. Nö, um ehrlich zu sein, nie. Und da du auf engstem Raum spielst, liegen mehr Säcke auf engem Raum. Das sieht viel aus. Das war ja auch viel. Das war viel zu viel. Also wenn ich da an die Vanilla denke, da ist ja fast gar nichts im Gegensatz dazu. Und ja, Pfeil und Bogen spiele ich eigentlich nie, weißt du ja. Haben wir hier eigentlich noch was wir machen können? Zement wieder. 6000, machen wir 5000. So, bitteschön. Guck mal, jetzt dauert das auch wieder ein bisschen, ne? Geht immer noch schnell, aber jetzt dauert das wieder ein bisschen. Lassen wir das mal so. So, und wenn man sich eine Challenge setzt, nur Pfeil und Bogen und Speer, dann muss man das halt benutzen, ne? Oder den Speer. Auch in engsten Räumen. So ist das, lieber Oliver. Aber die haben wir ja noch nicht. Die kommt erst in der Undead Legacy dann später nochmal. So. Das haben wir. Ah, Mann, ey, immer hier krümmelt's in den Augen. Ey, die ist schlimm heute. Militärstoff, Schießpulver müssen wir auch mal gucken, weil das brauchen wir für die Rohrbomben, ne? Rohrbombe? Ja, kurze Eisenrohre, Pflanzenfasern kriegen wir oben ohne Ende. Schießpulver müssten wir auch noch ein bisschen machen. Sprengstoffe, okay, hier ist normales Schießpulver. 1-1, Kohle und Nitrat. Das ist ganz schön fad. Ja komm, die 14 Sekunden können wir auch noch warten. Dann können wir hier den Rahmen schon mal ordentlich machen. Einfach, Stellung kopieren, nein. So, Form kopieren. Hopp, hopp,
Hopp. Alles weg. Weg. Sehr schön. So, jetzt müsste das da reinpassen, ne? So, nee, so will ich das. Genau. Tada! Haben wir das offen. Sehr gut. Die andere holen. Ja, damit. Wieder nach hinten hetzen. Ist ganz schön klein und eng hier, ne? Aber muss reichen. Das wird schon. Wir können ja immer so eine kleine Nische machen für eine Kerze, für eine Fackel. Oder wir machen uns hier überall Stromlampen hin, wobei ich da sagen muss, dann muss ja die ganze Zeit der Dingens laufen. Tada! Ja. Und jetzt haben wir unsere Base schön mit der Hordenbase verbunden. Wie man sieht, geil, gefällt mir. Sehr, sehr gut. Richtig, richtig gut. So, einen letzten Kommentar haben wir vom Sascha, der schreibt: Hallo lieber Edon, alle Edenauten. War wieder mal eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. PS, ich würde eventuell trotzdem Punkte in das Crafting setzen. Da habe ich dich ja gestern schon mit angeschrieben, ne? Es ist nicht zwingend erforderlich, hast du gesagt. Deswegen lasse ich sie erstmal weg, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, weil man schneller mehr braucht oder so. Dann können wir ja immer noch Punkte reinskillen. Wir haben ja mittlerweile schon wieder zwei, wo ich nicht weiß, wo ich die reinpacken soll. Schlösser knacken. Hier will ich nichts reinskillen, weil ich will nicht wieder irgendwelche super Sachen kriegen vom Händler. Ne? Robotik könnte man sich überlegen noch zu machen. Was haben wir hier? Das Schleichen, das ist so gar nicht meins. Wirbelwind brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ne? Messerangriffe haben wir gar nicht. Revolverheld ist auf 0. Maschinengewehr ist auf 0. Das wollte ich auch so lassen, damit es nicht wieder zu einfach wird. Vielleicht den eisernen Magen noch hier. Packesel können wir noch ein bisschen machen. Das hier brauchen wir auch alles nicht. Prügelpeter und Co. Ja. Das ist es halt, ne? Weil normalerweise fließen die Punkte halt alle hier rein. Deswegen kriegen wir auch zwei XP-Punkte pro Level und nicht nur einen. Wenn wir es ganz, ganz, ganz genau nehmen würden, müssten wir jetzt eigentlich nochmal ein Vergiss-Elixier nehmen und nur die Hälfte der Punkte verteilen. Aber das lasse ich jetzt mal, ja. Weil sonst ist nachher alles kreuz und quer durcheinander und dann können wir von vorne anfangen. Weil keiner mehr irgendwo durchblickt. Das lassen wir. Dann packt man die jetzt einfach hier in eisernen Magen. Das kann man immer mal gebrauchen. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Du bist aus hier. Ich habe dich ausgemacht, ne? Kann ich dich essen? Kann ich. Mal gucken, was die bringen. Bringen die irgendeinen Buff? Nö, ne? Gesundheitswiederherstellung. Rüstung schwach. Ist wieder irgendwas kaputt? Ja, alles ist kaputt. Aber passt. So. Leider nein. Ich lasse es nochmal stehen. Und die ganze Zeit. Gucken. 9 Uhr haben wir schon wieder. Geh ich mal hoch. Genießen wir die Sonne. Aha. Warum, wieso, weshalb? Besser. Also ihr seht, selbst mit der Waffe, wenn du den Kopf triffst und Glück hast, ein Schuss weg. Ne? So, wunderschönes Wetter. Was machst du denn da? Kannst ruhig kommen, kein Problem. Kürbis, Kartoffel, alles ist noch im Anbau. Wasser ist schon wieder voll. Das ist so übel. Das ist so übel. Ja. Okay. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.